In welchem Bereich werden Baden-Württemberger die Folgen des Krieges am meisten spüren? Ja, erstmal kommen ja viele ukrainische Flüchtlinge hierher, vor allem Frauen mit Kindern. Und die müssen wir ja unterbringen, aber auch natürlich in Kindergarten betreuen und in der Schule unterrichten. Das sind erstmal die spürbarsten direkten Änderungen. Ich bin da sehr, sehr glücklich über die große Hilfsbereitschaft und Solidarität der Bevölkerung. Ja, aber das kann natürlich zum Beispiel auch in den Schulen bedeuten und in den Kindergärten, dass es mal größere Gruppen oder größere Klassen gibt. Das Zweite wird natürlich sein, man merkt es, unser Leben verteuert sich. Nicht etwa was die Energiepreise betrifft, das merkt man jetzt einfach. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es auch zu materiellen Wohlstandsverlusten kommt. Und da müssen wir das auch akzeptieren, dass da drastische Änderungen in unserem Leben erfolgen. Also das wird schon jeder auch spüren. Ist Baden-Württembergs Wohlstand aus Ihrer Sicht in Gefahr? Ja, der Wohlstand ist natürlich nicht wirklich in Gefahr. Wir haben ja ein sehr hohes Wohlstandsniveau. Wenn das etwas kleiner wird, ist das nicht wirklich schlimm für das persönliche Leben. Für die, die es besonders trifft, gibt es ja einen Sozialstaat, der das dann ausgleicht. Was viel dramatischer ist, wie wird sich das alles auf die Wirtschaft auswirken? Was ist mit der Exportabhängigkeit unserer Wirtschaft, der Abhängigkeit etwa von einzelnen Ländern wie Russland beim Gas nicht? Das kann schon auch zu echten wirtschaftlichen Problemen führen. Also auch da müssen wir uns auf einiges gefasst machen und umsteuern. Brauchen wir ein Tempolimit, um beispielsweise Öl zu sparen? Ja, gut, das wäre sicher sinnvoll, das zu machen, aber das Entscheidende ist, wir brauchen jetzt Windräder und Photovoltaik. Also die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich auf die Zukunft darauf anstellen, dass sie auch Windräder sehen. Ja, bisher haben wir das ja kaum nicht. Das ist erstmal das Wichtigste. Da können wir jetzt nicht mehr so viel rumfackeln wie bisher. Es muss schneller gehen. Es muss an vielen Orten geschehen. Das heißt, daran muss man sich gewöhnen, auch wenn einem das nicht gefällt, dass in Zukunft auch in unserer Landschaft mehr Windräder stehen.